Geduld soll ja angeblich eine Tugend sein, eine Tugend, um die ich mich bemühe, sagen wir es mal so, und die mir ab und zu fehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es manchmal unglaublich schwierig abzuwarten. Ich erzähle euch mal zu eurer Erheiterung ein Beispiel, was mir gestern und heute so passiert ist. Es ging darum, dass mir ein Kühlschrank geliefert werden sollte, eigentlich heute zwischen 10 und 14 Uhr. Und bei dem komplizierten Bestellvorgang, den ich da durchgegangen bin, habe ich vergessen, auf einen gelben Balken zu klicken. Alles andere hatte ich richtig gemacht. Da bestellte man halt den Kühlschrank und dann musste man noch den Service dazu bestellen. Der Service besteht daraus, dass der Kühlschrank angeschlossen wird und das alte Gerät entsorgt wird. Und zwar richtig. So habe ich meiner Ansicht nach alles bestellt. Und jetzt gestern aber wurde mir irgendwie komisch und ich dachte, komisch, dass die gar nichts mehr schreiben und dass da keine Rechnung für den Service kommt, nur für den Kühlschrank. Und dann habe ich angerufen und dann hieß es, sie haben keinen Service bestellt. Ich hing Stunden über Stunden, kann es eigentlich anders sagen, das ist nicht übertrieben, in Warteschleifen. Ja, wir verbinden Sie, warten Sie bitte, haben Sie bitte noch etwas Geduld. Wir verbinden Sie gleich mit der zuständigen Gruppe von Menschen, die Ihnen helfen können. Schlussendlich hieß es, bis um 8 Uhr ist einer der Mitarbeiter noch da und um 7:30 war immer noch nichts passiert. Dann habe ich nochmal angerufen, hing wieder in der Warteschleife und da hat mir jemand anders geholfen und hat gesagt, das geht nicht anders. Sie haben das einfach nicht bestellt, Sie haben nicht auf diesen gelben Button geklickt. Ich kriege die Krise, ich muss noch sowas von lachen, wenn ich es erzähle. Aber in dem Moment, ich hätte durch die Decke gehen können, ich hatte anderes zu tun. Nein, ging nicht. Und dann sagt er, es geht nicht anders. Sie müssen im Prinzip dieses Ding jetzt stornieren und es nochmal neu bestellen. Und dann war der sehr, sehr freundlich und ist mit mir durch den ganzen Bestellvorgang durchgegangen. Es ging jetzt leider nur noch so, dass ich nächste Woche am 2. August diesen Kühlschrank bekomme. Und zwar denn eben mit Wunschtermin, was zusätzlich kostet, und mit Service. Und er sagte, aber wir können jetzt die Lieferung nicht mehr aufhalten. Die sind schon unterwegs. Das können wir nicht mehr aufhalten. Was Sie machen müssen, ist dann morgen, also das war ja gestern das Telefonat, Sie müssen dann morgen, wenn die Lieferung kommt, dürfen Sie die Lieferung nicht annehmen. Sie müssen die quasi dann, wenn diese Menschen vor Ihrer Tür stehen, blocken. So, heute Morgen zwischen 10 und 14 Uhr sollte das geliefert werden. Um 10:15 Uhr stand ein großes Auto vor meiner Tür und ich ging runter und versuchte, diese Männer anzusprechen. Die konnten nur Rumänisch. Es waren zwei und sie konnten kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch und ich konnte kein Wort Rumänisch. Und so haben wir uns mit Händen und Füßen irgendwie verständigt. Der ältere von den beiden hatte dann die Google-App und zeigte mir das und da war die Möglichkeit zu stornieren und ich sagte, ja genau, stornieren. Und dann sind sie wieder abgefahren mit meinem Kühlschrank. Nicht genug damit, ich musste jetzt, da dass das schon vorgemerkt war, dass das Geld abgebucht wird und ich nicht zwei Kühlschränke kaufen wollte, hing ich heute wieder in der Warteschlange. Und musste dann das so retournieren lassen. Es ging auch nicht mehr, also man konnte es nicht mehr stoppen, sondern mir wird jetzt das Geld für den ersten nicht gelieferten Kühlschrank überwiesen als Erstattung, obwohl es mir dann auch wieder abgezogen wird von meinem Konto. Und dann wird es mir nochmal abgezogen, wenn der zweite Kühlschrank, der derselbe Kühlschrank ist, kommt am 2. August. Hättet ihr denn da Geduld gehabt noch? Ich sag euch, ich habe hier geflucht wie ein Rohrspecht, sagt man, glaube ich. Und dann musste ich aber wieder drüber lachen und ich muss sagen, das ist ja ein Beispiel, aber ich glaube, dass Geduld wirklich eine Tugend ist und dass viele Dinge, wenn man sie nicht nervös vorantreibt, sich von selber auch erledigen können. Außer jetzt der Kühlschrank, der hat sich nicht von selber erledigt. Und ich frage euch jetzt gerne mal, wie es euch damit geht. Wenn ihr möchtet, kommentiert das bitte. Alles Liebe und ich wünsche euch viel Geduld, auch mit mir.